Werkzeuge kann man nie genug haben, richtig? Also wie wäre es, anstatt diese zu kaufen, sie einfach selbst mit dem 3D-Drucker auszudrucken? Genau das habe ich gemacht. Ich zeige dir hier 5 gedruckte Fahrradwerkzeuge und eine Spielerei. Ob sich das lohnt und ob die Ergebnisse überzeugen können, siehst du hier. Los geht's nach einem kurzen Intro. Die Montage oder auch Demontage der Kette geht viel einfacher von der Hand, wenn man einen Kettenhalter verwendet. Bisher benutze ich hierfür einen einfachen Installationsdraht, den ich durch die Kettenglieder einführe, die Kette damit zusammenziehe und die Drahtenden zur Fixierung verzwirble. Jetzt aber mal schauen, was das gedruckte Teil hier taugt. Es macht schon mal, was es soll und hält die Kette zusammen. Es lässt sich einfach anwenden und scheint auch stabil genug zu sein. Das Teil wandert in meinen Werkzeugkasten und bekommt von mir einen Daumen nach oben. Mit einer Kettengliedzange bekommt man das Verbindungsstück der Kette, das Kettenschloss, wieder auf. Bevor ich mir die Zange gekauft habe, war ich wirklich in der Situation, dass ich das verflixte Ding aufbekommen wollte, aber schließlich doch daran verzweifelt bin. Hätte mir hier also ein gedrucktes Teil vielleicht helfen können? Ich bin auf einer bekannten Plattform auf der Suche nach einem passenden Modell fündig geworden. Da ich es liegend ausdrucke, um einen Bruch an der Biegestelle zu vermeiden, bin ich an den Überhangstellen auf Stützmaterial angewiesen. Das kann später einfach weggebrochen werden. Zum Praxistest. Das Prinzip ist einfach. Man legt das Kettenschloss in die Zange ein und drückt die Bolzen zusammen, um es zu entriegeln. Ach, nee. Mache ich hier irgendwas falsch? Okay, ich korrigiere mich. Die Bolzen müssen mit sehr viel Kraft zusammengedrückt werden, was aber mit dem gedruckten Tool definitiv nicht möglich ist. Und das, obwohl durch das Design des Teils der Eindruck entsteht, man könnte es mit 2 Fingern bedienen. Naja gut, ich dachte mir, dann nehme ich eben eine Leimzwinge zur Hilfe, um noch mehr Kraft aufwenden zu können. Das funktioniert nicht. Schade, mit noch mehr Kraft verwindet sich die Zange nur und das Kettenschloss bleibt trotzdem zu. Für mich ist das Tool leider nicht zu gebrauchen. Dennoch hat es im Netz durchweg positives Feedback bekommen, also wenn du gerade kein Werkzeug da hast, vielleicht ist es trotzdem einen Versuch wert. Bei mir fliegt es jedenfalls in die Tonne. Ich behaupte mal, jeder, der ein Fahrrad besitzt, kommt früher oder später an den Punkt, an dem man versucht, den Reifen aus der Felge zu bekommen. Genau hierbei hilft ein Reifenheber. Wie der Name schon sagt, hebt man damit den Reifen aus dem Felgenbett. Da diese für gewöhnlich aus Plastik sind, liegt es doch nahe, sich diese anstatt sie zu kaufen, einfach auszudrucken. Ich habe 3 Designs ausgewählt, die ich mit meiner gekauften Variante messen will. Auf den Vergleich bin ich schon gespannt. Hier auch gleich mal ein schönes Beispiel, wie ein Druck auf Stützmaterial schief geht. Dadurch, dass nur der spärliche Support auf dem Druckbett haftet, hat sich das Teil während des Drucks gelöst und der Drucker druckt fröhlich in der Luft weiter vor sich hin. Der Rest des Teils ähnelt dann eher einem blauen Spaghetti-Knäuel. Deshalb drucke ich den Reifenheber nochmal mit Rand, dann hält er auch besser auf dem Druckbett. Ich habe meinen Reifen schon mal so weit vorbereitet, dass ich jetzt an dem Punkt bin, mit dem Reifenheber den Mantel aus dem Felgenbett zu heben. Wie das genau funktioniert, erfährst du in meinem Quick-Tipp-Video zum Reifenwechsel. Was schon mal gut ist, man bekommt mit jeder Variante den Reifen aus dem Bett. Jedoch fallen mir schnell kleinere Unterschiede auf. Ein groß geformtes Maul hilft beispielsweise beim Heraushebeln ungemein. Und da ich den Reifenheber so verwende, indem ich am Reifen an der Felge entlang fahre, müssen die Flanken möglichst rund sein, damit er gut gleitet. Außerdem überzeugt mich, wenn man mehrere Heber verwenden will, dass diese an den Speichen fixiert werden können.
Aber was ich noch viel wichtiger finde, dass man beim Reifen wieder aufziehen auch den Anfang fixieren kann. Dann wird auch das zum Kinderspiel. Deshalb ist das Ergebnis eindeutig. Die zweite Variante kann mit dem gekauften Heber mithalten und es lohnt sich auf jeden Fall, sich selbst einen Reifenheber zu drucken. Um das Ritzelpaket an meinem Rad wechseln zu können, brauche ich zwei Dinge. Zum einen die passende Stecknuss, damit ich den Schlüssel hier ansetzen kann, und zum anderen die sogenannte Kettenpeitsche. Diese wird dazu benötigt, um das Ritzelpaket festzuhalten, während man die Sicherungsschraube löst. Ansonsten würden sich die Ritzel einfach in Freilaufrichtung mitdrehen. Einfach gesagt ist sie nichts anderes als ein Schraubenschlüssel, der auf die Ritzel passt. Ich habe hierfür ein 3D-Modell gefunden, das zusammen mit einer alten Kette ein solches Spezialwerkzeug ergeben soll. Das Design sieht auf jeden Fall schon mal vielversprechend aus. Ich nehme mit der alten Kette kurz Maß und länge mir ein passendes Stück ab. Dann wird die Kette mit 3 Schrauben im Bügel fixiert und schon kann es zum Anwendungsversuch gehen. Im Gegensatz zu einer üblichen Kettenpeitsche legt man eine komplette Schlaufe um die Ritzel, bevor man mit dem Schraubenschlüssel die Sicherungsmutter lösen kann. Das geht aber ohne Probleme. Die Benutzung ist zwar etwas fummeliger als bei einer üblichen Kettenpeitsche, aber die Funktionalität ist gegeben und nur das zählt für mich. Also willkommen in meiner Kiste. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen absurd, sich einen Montageständer ausdrucken zu wollen. Doch erstmal allgemein, ein Montageständer erleichtert alle möglichen Wartungs- und Reparaturarbeiten ungemein, indem das Rad auf die Arbeitsebene gehoben wird. Eben nichts anderes wie eine Hebebühne für dein Rad. Und ja, genau das lässt sich drucken. Oder besser gesagt, die Kontakt- und Fixieradapter, die an einem handelsüblichen Schreinerbock geschraubt werden, um das Rad mit seiner Steckachse halten zu können. Zum Entwurf und Aufbau gibt es auf meinem Kanal ein separates Video, das ich verlinke. Und vielleicht ist dir in diesem Video der Montageständer auch schon früher aufgefallen, er taucht von Anfang bis Ende immer mal wieder auf. Für mich hat er sich bisher als praktikabel erwiesen. Ich habe seither schon einiges damit gemacht und bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Mit einem 3D-Drucker ist auch der Aufwand zum Aufbau sehr gering, weshalb ich den Ständer weiterempfehlen würde. Hin und wieder bin ich auf einem Trail unterwegs und ich habe das Gefühl, meine Kette schlägt im Viereck rum. Das liegt aber meist nicht an der Mechanik, sondern einfach nur daran, dass ich mal wieder nach irgendwelchen Arbeiten am Hinterrad, der Schaltung oder der Kette vergessen habe, an meiner Shimano-Schaltung die Vorspannung wieder zu aktivieren. Um dem in Zukunft vorzubeugen, drucke ich mir einen auffälligen Anhänger aus flexiblem Material, den ich dann am Rad jeweils an die passende Stelle hängen kann, um mich an irgendwas zu erinnern. Ein weiteres Beispiel wäre, wenn die Kette frisch geölt ist und das Öl aber noch einziehen soll. Vor der nächsten Ausfahrt muss dann aber auf jeden Fall das überschüssige Öl abgezogen werden, da sonst die Kette zum Schmutzfänger wird und später aussieht wie Sau. Aber das passiert mir jetzt hoffentlich nicht mehr. Schau einfach mal in die Beschreibung, ich verlinke dir alle Modelle. Ich freue mich über jeden Daumen nach oben oder Kommentar. Und wenn du in Zukunft noch mehr sehen willst, lass einfach ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.